Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weibers Meer Wasser zu einer neuen Produktvorstellung. Es ist eigentlich kein wirklich neues Produkt. Arca hat seine Abschirmer schon recht lange in einer gewissen Bauart auf dem Markt. Sie sind hier und da auch schon vorgestellt worden, aber sie sind überarbeitet worden. Und ich habe jemanden, der dieses Gerät bekommt bzw. dann benutzen wird. Und zwar geht es sich um den Sebastian. Der hat ja momentan noch den Bubble Magus bei sich drin und der ist relativ, ist das mal in Anführungszeichen, relativ laut. Der ist zu hören und im Endeffekt ist es so, ich habe bei Acker angefragt, wie sieht's aus? Ich würde den Sebastian gerne mal überraschen und da haben sie gesagt, jo, das Spiel machen wir mit. Haben mir entsprechend hier diesen Abschirmer geschickt. Und was soll ich sagen? Ist ein bisschen groß, ne? Ja? Hat ein kleines bisschen damit zu tun, weil der Sebastian ist im Endeffekt sehr begeistert vom Meerwasser. Es funktioniert jetzt alles, nachdem wir hier und da an der Technik geschraubt haben. Und tatsächlich sieht es danach aus, oder könnte es danach aussehen, dass er in absehbarer Zeit, halbes, dreiviertel Jahr oder ein Jahr, sich definitiv vielleicht vergrößern will. Und da habe ich gesagt, okay, nutzt ja nichts, wenn ich jetzt einen Abschirm organisiere, der für das Becken ausgelegt ist, und dann muss ich dann für das nächste Becken einen neuen, größeren kaufen. Also habe ich gesagt, komm, schick bitte direkt den etwas größeren, also sprich den ACS 180, der für größere Becken ausgelegt ist. Ich glaube 750 bis 1200. So groß wird es nicht. Der 120er wäre rein theoretisch für Becken, ich glaube auch so bis 650 Liter, müsste ich jetzt einfach mal eben, Moment, ich gehe mal eben spinzen hier, ich habe da ja meinen 250 bis 750, das würde rein theoretisch reichen, aber ich bin grundsätzlich jemand, der immer sagt, ja, nimm mal lieber eine Nummer größer und dann passt das im Endeffekt auch. So, das ist natürlich jetzt extrem, laut Herstellerangaben überdimensioniert, aber ich habe hier vom Kevin Bock, der hat auch den 180er am Laufen und der sagt, er lässt sich super einstellen, der hat ein super Schaumbild und von daher haben wir hier einige Features dran, die ich zum Beispiel als Fremdfirmennutzer auch noch nicht kannte, aber die ich euch jetzt hier dementsprechend mal vorstellen will. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es geht los. Ja Leute, gehen wir mal ins Eingemachte. Ihr seht, ich habe hier schon im Prinzip alles aufgebaut. Ich mache ein kleines bisschen Platz hier. Weil den brauchen wir jetzt. Das, was ihr hier seht, ist im Prinzip so, bis auf dass die Platte unter dem Body ist und die Schrauben damit verdreht sind, die Einzelteile, so wie der Abschirmer hier kommt. Also er ist nicht zusammengebaut. Das heißt, wir müssen den noch zusammenbauen. Hat im Endeffekt den Hintergrund, dass ihr hingehen solltet, und das habe ich auch getan, deshalb ist hier und da noch ein bisschen Wasser dran. Und alle Teile, die mit dem Meerwasser in Verbindung kommen, inklusive Schrauben, gegebenenfalls hier den, alle Teile einmal kurz mit heißem Wasser durchwaschen, damit Produktionsreste abgewaschen werden können und somit nicht in euer Becken kommen. Das ist schon mal ganz wichtig. Auch die Pumpe einmal in heißem Süßwasser laufen lassen, die hat ziemlich gut. Hat aber damit zu tun, dass die halt nicht vernünftig aufgenommen ist und noch nicht eingelaufen. Das braucht ja alles seine Zeit. Ja, was haben wir hier alles? Wir haben hier einmal die Grundplatte. Auf der Grundplatte sind hier so zwei Schieber mit zwei Kunststoffschrauben. Die sind dafür da, um anschließend nachher die Pumpe aufzunehmen. Hier hinten ist eine Aussparung fürs Kabel, also können wir eigentlich nicht wirklich falsch montieren. Dann haben wir hier auf der Unterseite entsprechend vier Füßchen. Gumminoppen, damit dann dementsprechend hier die Akustik absorbiert werden soll. Gucken wir mal, wie gut das klappt. Wie gesagt, ist das erste Mal, dass ich jetzt einen AK-Abschirmer jetzt hier in den Finger habe. Und dann schauen wir ganz einfach mal. So, dann haben wir hier unsere Siege-Pumpe. Und da ist mir direkt was aufgefallen. Die hat zwei Aufkleber, einmal hier und einmal hier. So, auf dem einen steht drauf, Shark 2.0 Spezialpump for Skimmers. 220 bis 240 Volt, 50 Hertz, 16 Watt. Das ist ja auch das, womit Arca wirbt. Unsere Pumpe hat 16 Watt Leistung. Ich habe gesagt, jo, cool. Gucken wir mal, was auf dem anderen draufsteht. Das blende ich euch auch mal eben ein.
Und hier steht Sikra Silent 3.0, 220 bis 240 Volt, 45 Watt. Ich direkt stutzig geworden, bei AK angerufen und nachgefragt. Ich sage, wieso sind da zwei Label drauf? Ja, er sagte, im Original ist das natürlich eine Siege-Pumpe, die auch so diese Leistungsdaten hat. Und die Pumpen werden im Nachhinein von AK nochmal leistungsoptimiert bzw. stromoptimiert. So, jetzt schreibt aber das EU-Gesetz vor, dass wenn Veränderungen an solchen Pumpen gemacht werden, dass auch das Originallabel noch drauf sein muss. So, also, ich blende euch mal eben kurz einen Test ein. Ich habe das Ding nämlich mal an meinen Strom, an meine Stromsteckdose dran gehangen zum Messen. Und im Endeffekt könnt ihr dann oben im eingekreisten oder Bereich, da wo der Pfeil hinkommt, sehen, da ist eine Leistungsaufnahme von ungefähr 12,4 Watt war es, glaube ich. Unter, also nicht unter Volllast, sondern einfach nur freilaufend, ohne alles. Ich gehe davon aus, dass wenn hier dementsprechend Wasser drauf ist, dass die Pumpe etwas mehr arbeiten muss und dass dann die 16 Watt ungefähr anliegen werden. Also, dieses Label ist ausschlaggebend. Das ist EU-Bürokratie. So, wie wird das Ganze hier montiert? Wir haben hier vorne noch die Venturi-Düse drauf, da kommen wir gleich zu. Ist relativ einfach. Die entsprechenden Klammern, die hier sind, nach außen ziehen, die Schrauben lösen, damit dann auch dementsprechend die Pumpe darauf eingerastet werden kann. Und dann werden die einfach nur eingeklickt, also reingeschoben, festgedreht, so dass Pumpe und Grundplatte im Prinzip eine feste Einheit bilden. So, hier hinten läuft das Kabel raus. Ja, da wird es runtergelegt. Da kommen wir dann gleich zu, wenn wir den Buddy draufsetzen. Aber wir haben noch andere Sachen. So, das erstmal stellen wir erstmal zur Seite. Brauchen wir erstmal nicht. Dann haben wir hier die entsprechende Venturi-Düse. Da haben wir zwei Luftanzüge. Einer ist geschlossen, einer ist offen. Der offene ist natürlich für unseren normalen Schlauch hier, der mit dabei ist, natürlich. Und der zweite wäre für einen Ozonanschluss. Heißt also im Umkehrschluss auch, dieses Gerät ist auch für Ozon geeignet und das funktioniert dann auch ohne Probleme. Könnt ihr euch merken, den Pinökel drauf lassen, wenn er kein Ozon braucht und hier drüber der normale Luftanschluss. Regelmäßig nachgucken, regelmäßig reinigen, habe ich gelernt. Aber lässt sich auch relativ einfach hier aufsetzen und rausziehen. Also das ist kein Hexenwerk, mal eben die Venturi-Düse abzunehmen und hier einmal reinzuschauen, ob sich da Ablagerungen gebildet haben und dann wieder draufsetzen. Das ist also relativ zügig. Die müssen wir jetzt aber noch draußen lassen, weil für die Montage würde sie im Weg stehen. So, gehen wir noch mal kurz zur Pumpe. Hier vorne haben wir ein einfaches Rad, was verdreht wird, was den Innenbereich hier hält. Hier haben wir die entsprechend eingepresste Düse, eingepresste Keramiklager. Da müsst ihr darauf achten, dass es halt hier sauber anliegt. Und mal gucken, ob ich es jetzt rauskriege, weil es feucht. Hier haben wir das entsprechende Laufrad. Hier hinten, das ist alles komplett eingegossen, also es sind keine offenen Magnete. Regelmäßig warten, alle drei Monate, sagt AK, wenn die Abschaumleistung nachlässt. Hier oben dementsprechend die entsprechenden, Kauf in eine Tüte Deutsch, haben mich auch gehilft. Die Pinne regelmäßig reinigen, nachschauen, damit dass da nichts dazwischen hängt. Ja, kann ja dementsprechend mal Futterreste oder sonst irgendwas und dann lagert sich das an und dann können die Luftblasen nicht vernünftig zerschlagen werden. Und einmal einen Blick halt hier rein, ob unten das Lager noch in Ordnung ist. Ja, da kann man dann dementsprechend, wenn man lange Finger hat, einmal gegendrücken. Das Lager muss fest sitzen, weil wenn das ein Stück rauskommt, dann kann es sein, dass wenn der Läufer hier etwas vibriert, dass es zu akustischen Problemen kommt. Jetzt nicht speziell hier bei der Pumpe, sondern generell bei solchen Aufnahmen solltet ihr darauf achten. An dem oberen Läufer festhalten, gut festhalten, weil das Ding hat richtig Kraft. Langsam wieder einsetzen und dann muss das unten in die Führung rein und dann passt das wieder. Obere Lager aufsetzen. Da habt ihr auch dementsprechend hier an der Seite
Vertiefungen. Die muss ich euch nochmal zeigen. Hier ist eine und da ist eine, dass das auch in der richtigen Position verankert wird, das Ganze. Mache ich euch nochmal eine Detailaufnahme von. Beziehungsweise ich halte es in die Kamera, da seht ihr es. So. Und dann wird dann dementsprechend hier das Rad wieder aufgesetzt, verdreht und die Pumpe ist wieder einsatzbereit. Kommen wir zu den nächsten Teilen, die wichtig sind in der entsprechenden Reihenfolge. Und zwar ist das hier der Schaumverteiler. Dieser süße Schaumverteiler, den kann man komplett zerlegen. Und zwar haben wir hier oben eine Kunststoffschraube mit der Möglichkeit, da einen entsprechend großen Schraubendreher anzusetzen. Das ist möglich, wenn man zu dicke Finger hat. Ich habe jetzt hier mal den Schraubendreher von meiner Frau genommen. Wenn die das sieht, dann kriege ich schon wieder den Kopf abgerissen. Kann ich dann hier oben losdrehen. Das ist das Einfachste. Dann habe ich eine Kunststoffschraube. Dann habe ich hier oben die entsprechenden Düsen. Und diesen Ring kann ich dann auch ohne Probleme abnehmen. Und ihr seht, das sind alles Einzelteile. Das passt wunderbar. Und hier drin haben wir dann noch eine Stellschraube. Die ist jetzt wichtig, weil die sorgt dafür, dass der Ring hier oben dann dementsprechend auch richtig drauf sitzt. Beziehungsweise fest drauf sitzt. Und jetzt müssen wir von oben gucken, dass wir das Ganze nach Möglichkeit sauber draufsetzen. Wenn das nämlich zu sehr versetzt ist und an den Buddy nachher dran kommt, dann haben wir ein Problem. Also müssen wir das sowieso nachher mal kurz überprüfen und schauen von oben, ob das so einigermaßen passt. Drehen diese Schraube fest. Dann ist das hier fixiert. So, dann setzen wir den Ring wieder drauf. Finde ich übrigens gut, kann man schön sauber machen, kommt in jede Ecke dran und setzen den Verteiler hier oben wieder drauf. Und ihr seht, der ist nicht ganz, da sind nicht überall dementsprechend die Tubes drauf. Dieser Bereich, der hier frei ist, der kommt genau hier drüber. Darauf solltet ihr achten, also den genau exakt da drüber setzen und dann das Schräubchen von oben wieder rein. Senkrecht von oben reinsetzen, vorsichtig, also prüfen, hat er gepackt. So dass die Schraube nicht schief reingeschraubt wird, ansonsten versaut ihr euch das Gewinde. Und das ist bei allen Kunststoffschrauben so. So, und nicht zu fest. Ja, das muss nur halten, das muss nur anliegen. Ansonsten, wie gesagt, Kunststoff, wenn ich hier das Ding richtig anziehe, dann ist die Schraube hinüber. Also, nicht zu fest anziehen. Und dann haben wir das Innenleben im Prinzip schon fertig. Ja, können wir es im Prinzip draufsetzen. Nehmen wir uns hier unseren Buddy. Den schauen wir uns gerade mal etwas genauer an, beziehungsweise stellen das erstmal zur Seite. An dem Buddy muss auch noch eine Kleinigkeit gemacht werden. Wir haben hier einmal mit dem AK-Logo einen Schieber, der hier unten im Endeffekt dafür zuständig ist. Ich drehe mal dran. Damit kann ich den Wasserstand hier im Buddy nachher regulieren. Ja, je nachdem, wie hoch ich den haben möchte. Wasserstand für diesen Abschaumer sind, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, lass mich nicht lügen, 18 bis 20 cm. Alles, was über 20 cm ist, also wenn er bei 23 oder 22 oder 23 ist, kann es sein, dass er halt ein schlechteres Ergebnis im Endeffekt produziert. Also darauf achten, ins Technikbecken stellen, abmessen, habe ich so zwischen 18 und 20 cm und dann passt das. So, das ist einmal die Aufnahme. Wenn irgendwas sein sollte, hier oben habt ihr auch noch Kunststoffschrauben, dann könnt ihr diesen Deckel hier oben abnehmen, dann könnt ihr im Prinzip das austauschen, wenn es mal kaputt gehen sollte. Der Teufel ist ein Eichhörnchen, ihr wisst das, euch fällt das Ding runter oder was auch immer. Und ist auf jeden Fall so gemacht, dass man es austauschen und ersetzen kann. Kommen wir jetzt aber mal zu diesem süßen Teil hier. Und zwar, das ist unser Schalldämpfer. Und das ist nicht nur einfach ein Schalldämpfer, das ist auch noch ein Schalldämpfer, den man zerlegen kann. Ja. Falls da mal Wasser reinkommen sollte, unter anderem, ihr seht, der ist jetzt beschlagen, weil den habe ich ja eben abgewaschen. Und ich komme im Prinzip hier hin und habe die entsprechenden Röhrchen, beziehungsweise die einzelnen Teile, kann ich herausnehmen, kann sie wieder einsetzen, reinigen, damit auch dementsprechend alles hier schön sauber, beziehungsweise salzfrei ist. Wie gesagt, kann schon mal passieren, wenn man den Abschirm abstellt oder aus welchem Grund auch immer, dann schlägt einmal das Wasser hoch, dann kommt es hier rein. Und dann weiß ich noch von den Abschäumern damals, dass dementsprechend hier immer die Problematik bestand, ja, jetzt hast du da Salzwasser drin, wie bekommst du das raus?
Hier können wir es öffnen und dementsprechend reinigen. Der kommt hier oben drauf. Da ist eine kleine Nase dran. Und hier vorne ist eine Skala. Mache ich euch nochmal ein separates Bild, blende ich euch ein. Was es damit auf sich hat, kommen wir gleich zu. Aber die Nase an der Skala ansetzen und das Schräubchen von oben wieder handfest befestigen. So. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, hier dran zu drehen. Und zwar ist es im Endeffekt dafür, um meine Luftzufuhr zu regulieren. Also sprich, ich kann, habe die Möglichkeit, den Wasserstand zu regulieren. Das ist die eine Möglichkeit, den Abschäumer einzustellen. Und die zweite ist tatsächlich hier über die Luftzufuhr das Schaumbild zu verändern. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen dann noch schauen, dass hier oben die Dichtung sauber drin liegt, damit daher unser Abschäumertopf, den wir hier haben, schön mit Griff, dass wir den dementsprechend hier sauber draufsetzen können. Auch den habe ich abgewaschen und gereinigt. Der tropft noch ein bisschen. Der Bajonettverschluss ist sehr einfach. Man kann also den Topf ohne Probleme mit einer Hand abmachen, beziehungsweise die eine Hand greift an den Buddy, der andere an den Griff. Zeige ich euch gleich. Wir bauen jetzt erstmal hier weiter zusammen. Was haben wir noch? Wir haben hier insgesamt 5 Schräubchen. Das sind Titanschrauben. Damit wird der Buddy unten mit der Grundplatte verbunden. Finde ich gut, dass Titanschrauben genutzt werden. So ganz einfach ein Grund, ja, das muss ja auch einiges halten. Und da man diese Schrauben öfters lösen muss, kann es schon mal passieren, dass wenn da Kunststoffschrauben drin sind, dass die relativ zügig kaputt gehen. Deshalb, Titanschrauben sind etwas teurer, aber halten dafür definitiv länger. So, jetzt setzen wir das Ganze mal hier drauf. Den Kabel hier hinten in die Führung reinlegen. Die Öffnung, diese Welche, kommt natürlich nach vorne, logisch. Ansonsten würde das keinen Sinn ergeben. Einfach drüber setzen. Und jetzt kann ich ohne Probleme hier die Schräubchen eben ändern hier. Ist auch nicht süß. So. Die drehe ich jetzt mal leicht an, damit er sich noch bewegen kann, damit ich alle Schrauben reinbekomme. Und erst wenn alle drin sind, seht ihr, der Buddy bewegt sich noch ein bisschen. Und erst wenn alle drin sind, dann ziehe ich sie fest. Ziehen. Nicht zu fest, weil ihr wisst, es ist immer noch ein Kunststoff-Gegengewinde da unten und das Gehäuse ist natürlich auch aus Kunststoff. Von daher zieht das Ganze nicht mit Gewalt an, das muss einfach nur drauf sitzen. Mehr nicht. So, jetzt können wir hingehen und die restlichen Schrauben anziehen. Mechaniker will jetzt sagen, bitte über Kreuz. Aber da wir das Ganze nicht mittig haben müssen, und die anderen Schrauben drin sind, passt das soweit. So, jetzt kann ich diesen wunderschönen Schrauben hier hinten wieder hinstellen. Hey. Jetzt haben wir im Prinzip den Buddy montiert. Jetzt gucke ich mal von oben rein, ob ich auch tatsächlich überall den entsprechenden Abstand habe und reinfassen kann ich mit meinen Patschehändchen nicht mehr. Das heißt, ich hätte vorher gucken müssen. Und hätte jetzt gegebenenfalls noch die Möglichkeit, nee, das passt, da ist überall Abstand, habe ich richtig gemacht. Hätte jetzt die Möglichkeit, mit einer Stange oder ähnlichem ein kleines bisschen vom Gehäuse wegzudrücken, aber das ist nicht notwendig, habe ich alles richtig gemacht. Venturi-Düse aufsetzen, wie gesagt, das geht relativ einfach, die kann man hier sauber durchsetzen, die muss ein bisschen Luft haben, so ist es ja auch gearbeitet, dass sie halt nicht direkt ans Gehäuse kommt, passt soweit. Und einfach mit dem entsprechenden Luftschlauch verbinden. Lass den Schlauch länger, weil haben es besser wie brauchen in meiner Hinsicht, von meiner Warte aus, und den Lufteinlass komplett offen lassen. So.
So, kommen wir noch zum Abschaumertopf. Da haben wir noch eine Kleinigkeit. Einmal hier den Ablass und den Stopfen. Das müssen wir jetzt auch noch montieren. Und zwar, ja, machen wir den dran, wenn er drauf ist, dann können wir sehen, in welche Richtung man das dementsprechend montieren möchte. Kommt ja im Endeffekt auch darauf an, wie schaut es aus, wie steht er im Technikbecken, wie komme ich am besten dran. Weil ich kann den so montieren, wie ich möchte. Der muss ja nicht immer mit dem Griff nach rechts zeigen. Ja, es ist relativ einfach das Ganze. Und wenn ich den jetzt andersrum montiere, so hier, dann habe ich hier auf der Seite diesen Ablass und könnte das jetzt so wegstellen, wenn ich das möchte. Ich mache es mal für die Optik einfach zur Seite. Ich könnte auch einen anderen Schlauch dran machen. Länger, weil wenn ich da dran komme, wie ihr möchtet. Aber das ist eigentlich ausreichend. Also wenn ich den jetzt hier seitlich so abstehen lasse, weil sieht ja keiner am Technikbecken, dann ist das in Ordnung, wenn ich dann jetzt hier stoppen auf mit einem Litermaß oder was drunter den Schmodder auffangen, den er rausgeholt hat. Ja, und fertig ist das gute Stück. Und wie ihr seht, wenn ich könnte jetzt hingehen, ja, so mit einer Hand, also den Abschaum unten festhalten, oben mit einer Hand wegdrehen über den Bajonettverschluss. Und dann kann ich mir den Topf nehmen, unten drunter halten, hier, und dann schön ins Badezimmer damit gehen, das Haus voll stinken. Die Frau freut sich. Ja, immer wenn ich den Topf bei mir sauber mache, dann kommt sie, ach, sie hat schon mal wieder sauber gemacht. Da hilft auch viel Lüften nichts. Das Zeug stinkt nun mal so. Ja, ganz schön großes Gerät, aber ich habe mich im Vorfeld vergewissert, dass es in das Becken vom Sebastian reinpasst. Also das wird gehen. Der hat eine, ich gehe mal eben zu den technischen Daten hier, 24x19, also 24x19 und 59 hoch ist er. Ja, alles andere werden wir jetzt gleich sehen. Ich werde den nämlich mal bei mir unten ins Technikbecken reinpacken und dann lassen wir das Teil mal laufen. Und nur zur Sicherheit, ich möchte wissen, ob das auch vernünftig funktioniert, um ja, Sebastian gleich überraschen zu können. Weil wie gesagt, der kommt gleich zu mir und der weiß noch nichts von seinem Glück. Von daher werden wir sehen, was er sagt. So Leute, ich habe das Gerät mal bei mir ins Technikbecken gepackt und wir schauen uns jetzt mal an und hören uns mal an, weil ich habe hier oben das Richtmikro drauf. Ja, danke, später. und hören uns mal an, was dieses Gerät hier tatsächlich kann. Ihr hört die Hintergrundgeräusche von meinem restlichen TB und wir schalten den jetzt einmal an. Ich habe den an der Smart-Steckdose dran gehangen. Und da können wir dann gleich auch direkt den Verbrauch ablesen. Und huh. Erst ist er was lauter. Aber je mehr er sich aufbaut, desto ruhiger wird er. Das heißt, je mehr Wasserdruck er hat, desto ruhiger wird er. Der hat jetzt natürlich, es ist ein flammenneuer Abschäumer. Die Lager sind noch nicht aufeinander abgestimmt und alles. Das dauert jetzt so 1 bis 3 Wochen kann es dauern, bis der A vernünftige Arbeit macht. Ich mache den mal gerade ein kleines bisschen. Nee, so rum war es. Ein bisschen weiter runter, weil das ist zu viel. Der Schaumlevel sollte grundsätzlich, ihr seht, er lässt sich sehr gut regulieren. Sollte so Unterkante vom Schaumtopf sein. So, wo war ich? Ja. Fakt ist, 2 bis 3 Wochen, sage ich jetzt mal, bis der tatsächlich seine richtige Lautstärke erreicht hat. Des Weiteren seht ihr hier unten, kommt jetzt noch einiges an Mikroblasen raus. Das hat gerade damit zu tun, ich habe jetzt hier den Wasserstand nicht geändert. Ich habe jetzt hier tatsächlich einen Wasserstand von ungefähr 23 cm, also zu viel. Den müsste ich jetzt reduzieren, aber dann müsste ich nachher mit meinen anderen Sachen wieder hin und her. Also ja, achte darauf, dass der Wasserstand tatsächlich hier auf 20 cm ist, 18 bis 20, wie ich eben gesagt habe, und dann passt das auch. So, jetzt gehen wir mal eben kurz in den Verbrauch rein und siehe da, ups, warum? 20, ja, hier oben
Möchtest du auch mit ins Fernsehen? Ich habe gerade keine Zeit für dich. Warte mal eben. Hm? Süße. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja, von mir aus. 20 Watt braucht er im Moment. Aber, das ist genau das, was ich gesagt habe, das Gerät muss ich erst einlaufen. Ich werde, wenn der eine Zeit lang beim Sebastian gelaufen ist, hingehen und dann nochmal mein Messgerät mitnehmen, also hier den gleichen Smart-Stecker, und dann hängen wir das Ganze mal dran und dann schauen wir mal tatsächlich, ob er das verbraucht, was Arca angegeben hat. Er hatte jetzt auch hier einen höheren Wasserstand, der heißt, er muss ein bisschen mehr arbeiten und, muss sich noch einlaufen. Von daher lassen wir das Ganze jetzt erstmal außen vor. Ich gehe davon aus, dass er auf seine 16 Watt runterkommt. Ihr habt ja eben gesehen, eben ohne Belastung, ohne die Wassersäule darüber, lag er bei 12 Watt. Also das passt. Und wenn wir jetzt mal die Akustik hier haben, und jetzt mal ausschalten. Das ist ein leichtes Brummen noch. Das ist genau die Pumpe. Die Lager, die müssen sich einlaufen. Deshalb ist es auch wichtig, dass diese Lagerbuchsen, die ich euch eben gezeigt habe, richtig in den Hülsen so weit wie möglich rein gedrückt sind. Die dürfen nicht zu sehr rausstehen. Weil wenn der Läufer innen drin hin und her geht, dann schlägt er gegen diese Lagerbuchsen und erzeugt dann auch ein entsprechendes Geräusch. Ich mach's nochmal an. Zack. Hört ihr? Ja, das ist alles noch Material, was ich jetzt noch einlaufen muss. Aber er ist definitiv, ja, ich würde sagen, mindestens auf dem gleichen Level wie meiner, den ich im Moment habe. Auch die Ansauggeräusche, wenn ich jetzt mal hier den Deckel anmache, die Blasengeräusche, die Luft. Ist schon einiges, was durchgeht, und mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt hier runterdrehe. Dann kommt ein kleines Pfeifen dazu. Damit reduziere ich den Lufteintrag und ihr seht, da geht es auch schon ein kleines bisschen runter. Also der lässt sich vom Wasserstand her ziemlich gut einstellen. Aber, Kleinigkeit, dieses Plus und Minus. Minus heißt im Endeffekt, ich reduziere den Ausfluss unten. Das heißt, der Wasserstand geht nach oben. Plus heißt, ich öffne unten den Auslass etwas weiter. Und wir haben somit mehr, also der Wasserstand geht runter. Das sollte man wissen. Ja, dann hole ich das Gerät mal wieder hier raus, trockne ihn ab und stelle ihn auf den Tisch, weil der Sebastian kommt gleich. Dann wollen wir ihn damit überraschen. Also, auf geht's, bis gleich. So Leute, abschäumen wir es wieder raus. Ist grob trocken gemacht. Ich habe das Wasser rausgenommen, so wie weit wie es geht. Ich warte jetzt auf den Sebastian. Der kommt jetzt gleich. Und dann bin ich mal gespannt, was er dazu sagt. Also nach dem Motto, was soll ich hier, etc. Keine Ahnung. Weil ich habe ihm nicht gesagt. Also ich habe ihm gesagt, ich habe was für ihn. Soll ich bei mir eine Koralle abholen? Aber er weiß, von dem Gerät hier weiß er nichts. So Leute, Sebastian ist gerade angekommen. Und wir warten jetzt noch kurz ab, bis er klingelt. Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, er ist hier wegen einer Koralle. Und dann... Da ist er schon. Einen Moment. Ja, dann Abnehmer liegt oben auf der Bank. Da müssen wir jetzt gleich. Das müssen wir ja machen. Wer ist das da? Ja. Willst du einen Abschirmer machen, oder? Ich einen neuen Abschirmer? Du glaubst doch wohl nicht, dass ich meinen abgebe. Ich habe da was gehört. Ja? Deine Frau hat sich bei mir gemeldet. Aha. Die ist unzufrieden mit der Akustik. Ja, das stimmt, das stimmt. Wegen dem Abschirmer. Das haben wir ja festgestellt, dass der relativ laut ist. Das ist ja. Der ist für dich. Ich habe bei Arca, habe ich das Ganze erzählt. Mhm. Und Arca hat gesagt, komm, da machen wir jetzt was. Und in weiser Voraussicht haben wir sogar den etwas größeren schon organisiert. Mhm. Weil du hast ja irgendwann vor, in nächster Zeit, halbes, dreiviertel Jahr, ja, je nachdem, vielleicht zu vergrößern. Da kommt ganz auf die Regierung an. Thema Regierung. Der ist für dich. Geil. Dankeschön. Danke. Dankeschön an Firma Arca, würde ich mal sagen. Geil. Mega gut. Ja, und eins habe ich auch noch.
Du hast mir immer so komische Bilder geschickt. Dein Handy ist ja nicht in der Lage, vernünftige Bilder zu machen. Arke hat auch dafür eine Lösung. Das MyReef Studio. Die Linsen fürs Handy. Das ist sehr geil. Die kriegst du auch noch on top. Cool. Dankeschön. Mega. Ja, ich habe eben schon mal getestet und laufen lassen. Er hat noch eine gewisse Akustik. Also der ist nicht von vornherein so leise. Der muss sich jetzt natürlich noch ein kleines bisschen einlaufen. Und aber ansonsten. Aber das ist schon ein Tier, du. Das ist ein Monster, ist das. Deshalb hatte ich mal gefragt, was hast du für eine Innenhöhe? Hast du mir ein Bild geschickt? Blende ich euch mal eben kurz mit ein. Um rauszufinden, ob der überhaupt da reinpasst. Aber er sollte definitiv passen. Wird so ein kleines bisschen enger. Ja, ich denke, da kriegen wir schon irgendwie hin. So, entsprechende Bedienungsanleitung habe ich dir nochmal ausgedruckt. Geil. Und alles andere, was du wissen musst zum Reinigen etc., guckst du dir dann im Nachhinein mal Video an. Ja, ich hab am Dienstag Geburtstag, aber das ist doch alles genial. Ey, besseres Geschenk gibt's doch gar nicht. Das habe ich zum Beispiel jetzt nicht gewusst. Das hat Lina mir nicht erzählt. Ja, passt doch. Mega gut. Dankeschön. Ja. Danke dir. Bitteschön. Danke an AK. Und cool. Ja, wir sehen das dann im weiteren Verlauf, wie ich das im Video angekündigt habe. Ihr nehmt das Ding jetzt mit, baut es mal selber ein. Jetzt mal ohne Anleitung von mir. Ja, wirst du wohl hinkriegen, oder? Ja, dann können wir ja mal dann eben so direkt die Unterschiede beziehungsweise schauen, ob das von der Lautstärke halt jetzt besser geworden ist, wovon wir jetzt mal ausgehen. Gehe ich von aus. Na? Ja, dankeschön. Geil, freue ich mich. Okay, Leute. Mega gut. Das zu diesem Video. Ihr habt alle Sachen gesehen und alles weitere über diesen Abschäumer und auch demnächst noch über die MyAqua 1900 mache ich auch noch ein entsprechendes Video. Dann demnächst im weiteren Verlauf. In diesem Sinne, schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer dieses Video gesehen habt. Bis dann. Ciao.